Beim Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen ist es Tradition, dass die aktiven Damen eine besondere Ehrung erhalten. 2019 überreicht der dreifache Weltmeister Freddie Spencer die Pokale auf dem Red Bull Ring. Es moderiert Peter Bauregger. Immer noch sind nur wenige Frauen in dieser Männerdomäne unterwegs. Aber es werden mehr. Ja, Nadja Milsen. Vereinzelt finden wir Solofahrerinnen. Stefanie Weidvogel. Ja, Katharina Wiedemann. Etwas stärker besetzt ist in den Gespannklassen der Posten der Beifahrerin. Ja, ihr seid da, das ist schön. So, meine Damen und die Herren, die zuschauen und alle, die unsere Gäste sind, ein herzliches Willkommen hier bei einer großartigen, mittlerweile traditionellen Veranstaltung am Samstag am Abend. Wir wollen unsere Damen ehren und hervorheben, vor den Vorhang bringen, denn erstens einmal seid ihr alle urhübsch und zweitens einmal müssen wir euch natürlich auch ein ganz besonderes Danke mit auf den Weg geben und da fangen wir gleich an. Freddie Spencer, meine Damen und Herren, der ist euer Überreicher und dementsprechend geben wir mal dem Freddie Spencer einen riesen Applaus. Freddie, wow. This girl are yours tonight. Yeah. It's your decision. Ah, well, it's first off, I want to say it's great to be here and congratulations to all the riders here and the nice, beautiful ladies tonight. So I'm more than happy to give this away. Perfect. So let's do it. It's your work now. Freddie Spencer, wir rufen zu uns Tanja Bartha. Yeah, Tanja. Annie Colombier. Claudia Pögel. Die Annie Wackolbinger. Yeah. So, das waren die Solo-Damen, die wir gehabt haben. Und jetzt kommen die Seitenwagen-Co-Pilotinnen. Oh mein Gott. So. Natürlich werden Fotos gemacht, haufenweise. Freddie bleibt ja noch ein Stück da. So, die nächste Dame. Aus den Händen von unserem Wolfgang bekommen Sie übrigens Gastgeschenke von unseren Sponsoren Rauch und Red Bull. Vielen Dank dafür. So, gut. Next one. Katja Abt. Katja. Katrin Ansek. Verena Arzberger. Unsere Damen, Tanja Krome. Michaela Tierenthaler. Genau, nie mehr aufhören zu klatschen. Es geht hier nahtlos weiter. Helga Gierlinger. Die Petra Hummel mittlerweile da? Ja, sie ist da, Gott sei Dank. Nomen est omen. Sie ist aber der wüde Hummel. Carol Le Guin. So, alles noch hier. Ronja Mahl. Nadja Milsen. Perfekt, Outfit hier. Jumpsuit. Katrin Bendras. Laetitia Vinet. Hier ist Laetitia. Thank you so much. Emina Walz. Jetzt kommen die Dirndl. Maria Walz. Ja, yeah, da wird fotografiert, das gibt es kein Mal mehr. Danke Emina, Maria. Ihr zwei kennt ihr, gell? Wieso gut ist denn jetzt noch? Und wo geht denn mit? Wir haben die Fotografen extra bestellt, die zwei. Stefanie Weidvogel! Gerade noch auf dem Siegerpodest. Und schon wieder mit dir. Katharina Wiedemann! Und last but not least, Caroline Zimmermann.
Jahr, die ist auch nicht da. Ich freue mich gar nicht. Trotzdem hätten wir ja gerne einen Preis gegeben. So, meine Damen, meine Herren, machen wir vielleicht ein Gruppenfoto. Damen, kommt mal alle da in diese Richtung, so ein bisschen zusammen. Carol, perfekt. Wir gehen, Carol. It's a pleasure to have you here. So, Damen, stellt sich einmal alle zusammen und den Freddy stellen wir dann irgendwie in die Mitte. Ihr holt es dann so quer, oder? Den Freddy. Ja? Perfekt. Oh. So, ein Spencer ist niemals alleine, meine Damen und Herren. All the girls for Freddy Spencer. Besonders hervorzuheben ist Stefanie Waldvogel, die zusammen mit Peter Schröder führend auf dem Red Bull Ring bei der internationalen Sidecar Trophy in einem F1 LCR Suzuki Gespann unterwegs ist. Leider hatten die beiden am Sonntag einen schweren Unfall. Wir alle wünschen ihnen an dieser Stelle gute Besserung und schnelle Genesung.